Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Yippity! Guck mal hier, da ist Andrena und Andrena macht jetzt tolle Sachen. Andrena geht jetzt nämlich Zeug abholen. Also hier da, Schleim. Schleim, Schleim, Schleim. Schleim, 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 Schleim. Bei meiner, ich glaube, es war echt keine gute Idee, meine Schleimfarm neben meine Kuhfarm zu stellen und dadurch ja hier Randale, totale Randale-Action, die totale Randale-Action hier zu fabrizieren. War wahrscheinlich echt keine gute Idee. Aber nicht das Ding abbauen. Bitte, bitte. Bitte, danke. So. Wisst ihr, wer bitte sagt, muss auch Danke sagen. Oh ja, ich habe irgendwie echt gut Laune heute, muss ich sagen. Auch wenn für das Aufnehmen, ich nehme ja jetzt immer am Sonntag auf, da ich ja jetzt arbeite und auch wenn dafür jetzt immer ein Sonntag komplett drauf geht, stört es mich eigentlich nicht, weil es funktioniert gut. Ich habe die ganze Rest der Woche frei und da da und wieder drüben, 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 Pumuckl ist wieder da. Ich habe viel zu gute Laune. Viel zu gute Laune, gute Laune, Alter. Und ja, habe ich hier Spaß mit lustigen Bäumchen. Spaß mit Bäumen. Aha. So, Alter. Es gibt mit Sicherheit auch als sexuelle Orientierung Spaß mit Bäumen. Faunophilie oder so. Keine Ahnung. Weiß der Geier, will ich gar nicht wissen. Es gibt Dinge, die will man nicht wissen. Muss ich ehrlich sagen. So. Was sagt das Bäumchen? Hast du noch irgendwo einen Block versteckt, den ich nicht gesehen habe? Ich garantiere es. Ich gehe ganz stark davon aus. So. Hier einfach mal random durchhacken. Ich glaube, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alles. So, jetzt hole ich mir gerade mal. Wieso ist da eigentlich. Ah, da ist nicht ausgeleuchtet, weil jetzt keine Setzlinge da stehen. Ah. Müssen wir mal nachpflanzen hier. Wer da ein Setzling rumflattert. Und hier nochmal. Und. Da sind die ganzen Setzlinge. Okay. Da nehmen wir uns die Setzlinge und schmeißen die hier hin. Das ist blöd. Eigentlich würde ich lieber warten, bis hier alles runtergefallen ist. Sonst wachsen gleich neue und dann kann nichts runterfallen. Das ist doof. Jetzt machen wir erstmal hier das nicht, sondern das war die falsche Taste, die Taste. Das geht mir auf den Keks mit den Ausleuchtefeldern da unten. So. 24. Jetzt hier mal. So. Okay. Das ist ja noch nicht ideal hier. So, dann sammeln wir alles ein, was hier noch rumflattert. Und das muss unbedingt eingesammelt werden, sonst habe ich schon ein Problem. Okay. Hier liegt noch was. Okay, jetzt holen wir uns gerade mal... Danke. Jetzt hole ich mir gerade mal ein bisschen Erde. In der Hoffnung, dass wir noch welche haben. Und mache da hinten mal die Plattform wieder schön. Weil die Plattform, die ist nicht schön im Moment und das mag ich nicht. Ach ja, wir kriegen ja keine Erde, weil ist nicht. Oh Gott, wie sieht's mit Shellys aus? Voll, 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 voll. Okay, raus hier, hin da. Oh, scheiße. Ich hab's doch wieder übertrieben. Das geht immer viel zu schnell. Stopp, Käthe. No, please. Ist schon wieder alles übergelaufen, alles voll, alles übertrieben, mäßig, super. Na, geht noch, okay. Aber die Setzlinge hier sind übertrieben mäßig riesenvoll. Aber wahrscheinlich ist das Ding. Ja, das Ding ist wieder vollgelaufen. Wie könnte es anders sein? Gut ist, jetzt kann er wieder hier abtransportieren. Gott sei Dank. Gott sei Dank, gelobt und gepfiffen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich Erde holen, die ich nicht holen kann, weil Erde nicht da und so. Weil Erde hier gepackt wird. Okay, dann in dem speziellen Falle werde ich mal dafür sorgen, dass da die Erde nicht mehr rausgeht. So. Hi. Naja, da muss ich jetzt erstmal noch oben mehr Zeug ansammeln. Unschön sowas. Ganz unschön. Was ist. Wurde hier wieder was nicht eingesammelt? Ich garantiere es. Die Löcher hier, die würde ich stopfen. Die gehen mir auf den Keks. Da liegt doch was. Hallo Kühe, ihr macht Mühe. Hallo. Guten Tag. Ja, hi. Schönes, da kann ich auch so hoch fliegen. Hier möchte ich jetzt ein bisschen Erde platzieren. So ein bisschen. Ja. Ne? Warum nicht? Okay. Was sagen denn die Quests so zu dem Thema im Moment? Haben die eine Meinung? Vor allem die hier. 96%, okay.
Slimy, Manual Submit, okay, das ist nicht so viel. Aber da muss ich auch den Slime natürlich aus den Dingern rausholen. Das darf ich nicht vergessen. Und ich muss mein Jetpack aufladen, darf ich auch nicht vergessen. Okay, das nehmen wir mit. Wir nehmen auch das mit. Ja, ich weiß es doch, kleine Kühe. Ich weiß es doch. So, die packen wir da rein. Alles eingesammelt? Wundert mich. Gut, Submit 91%. Doch, wir könnten es tatsächlich dieser Aufnahmesession schaffen, die in einen Teil der Quest zu schließen. Wäre mal was Feines. So, hier die Bienchen sind noch in Arbeit. Heidewitzka, ist die aktiv. Meine Gottes Willen. Okay. So, hier mal kurz sortieren. Haben wir gerade irgendwas? Ja, hier die Dripping Combs, die kann ich eigentlich da oben reinschmeißen. Viel Spaß damit. Und hier das und das und die Fences. Ja, komm. Rein damit, die da rein. Den Bierleiser, der kommt da hinein. Glücklich sein. Kurz mal die Nase kratzen und überlegen, was machen wir jetzt? Ich hatte ja irgendwie mal angedacht, doch die eine Quest zu machen. Aber wie hieß die denn nochmal? Das war falsch. Ich wollte hier eigentlich ja... Das war das mit den Strongboxes. Wie ging das denn nochmal? Was war das denn nochmal? Das war die Deep. Was war das nochmal? Warte mal kurz. Questbook. Das war doch hier, oder? Das war doch bei For the Horde, oder? Da. Massive Storage. Deep Storage Unit. Deep Storage Unit. So. Genau, da brauchte ich diese ganzen Reinforced Strongboxes. Harden Strongbox, Strongbox. Aha. Harden Strongbox. Könnte ich auch so machen. Aha. Kann ich die auch noch irgendwie anders machen? Nee. Harden Strongbox. Okay. Ich habe da jede Menge Strongboxes im Inventar. Dann bauen wir uns noch mal einen Schwung hiervon. Okay, schon... Ach, das war das Invar-Problem. Genau, ich brauchte Invar. Das war das Problem an der Geschichte. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Wie Schüpplein von den kleinen Augen meinerseits. Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Nee, ist noch richtig. Ist noch richtig. Okay, alles gut. Ich kann ausgießen. Alles ist super. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ist alles gut. Ich brauche Invar. Invar. Das war das Problem hier. Invar. Was brauchte ich für Invar nochmal? Invar. Es ist wahr, dass ich Invar brauche. So. Ferris und Iron. Das war die Geschichte, die hier fehlte. Ferris Ingot. Und Iron Ingot. Iron. Da. Okay, Ferris und Iron. Jetzt müsste ich aber eigentlich mal dafür sorgen, dass es hier automatisiert wird. Automatisierter. Ich schnapp mir jetzt mal den Induction Smelter und pack mir den woanders hin. Das muss ich mal umbauen hier. Das ist so einfach nicht effektiv. Ich muss das hier mit der... Wo kann ich den hinbauen? Wo ist Strom hier? Wo habe ich denn hier Strom? Hier wäre zum Beispiel Strom. Hier kann ich es ranpacken. Wo haben wir sonst noch Strom hier versteckt? Da wäre noch was. Hier der Glacial Precipitator, den kann ich mal abbauen. Brauche ich hier eh gerade nicht. Den kann ich dann dahin bauen. Da stört er nicht. Da. Glacial Precipitator. Kommt dahin. Ist mir scheißegal. Der kriegt Energie, hat nur kein Wasser. Ah, scheiß drauf. Wasser kann ich reinpacken. So, hier soll jetzt der Induction Smelter hin. Der hier. Und der soll bekommen. Ein paar, warte, wie hieß es? Hopper Reiter. Ich brauche noch ein paar mehr davon. 1, 2, 3 Hopper brauche ich. Chests brauche ich. Chest. Da reichen eigentlich die normalen Chests, oder? Ja, da reichen die normalen Chests. 3 Stück. Okay. Jetzt muss ich die Hopper anbringen. So. Die Hopper. Kann ich die nicht eigentlich auch stapeln? Ein Hopper links.
Ein Hopper rechts und ein Hopper unten drunter. So, Hopper links, Hopper rechts. Jetzt muss ich mal gucken. Also, von... Das ist links. Auslass soll unten sein für alles. Ich mache erstmal alles aus. Ich glaube, ich mache erstmal alles aus hier. So. Ich hätte jetzt gerne den gemeinsamen Auslass unten. Der eine Einlass links, der andere Einlass rechts. Okay, da soll jetzt Iron und Ferris rein. Okay, dann muss ich die Chests noch hinbauen. Chests. Eine Chest da. Eine da und eine da. Okay. Dann kommt hier Iron rein. Ferris. Und da Iron. Ah, das ist irgendwie falsch, ne? Funktioniert aber. Juhu! Okay. Schilder. Damit ich auch weiß, was ich wo reinpacke. Science. Science. Zeichen. Haha. Bop, bop. Zwei Stück. Okay. Warte mal, wo habe ich meine... Da sind die Zeichen. Das soll... Ferris... Ingot... Und hier Iron Ingot. Iron... Was? Iron... Ingot... Dann... Okay, jetzt muss ich hier das Zeug rausholen. Iron Ingots. Bom, 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 bom. Nee, Kupfer nicht. So, Iron und Ferris Ingot. So, also die Ferris Ingots kommen da rein. Die Iron Ingots kommen da rein. Schön. Es wird aufgefüllt. Hier kommt jede Menge Invar raus. Schön. Hätten wir das auch geschafft. Okay, Invar kommt gemeinschaftlich hier rein. Ich kann mir noch mehr Strong... Ne, wie hieß das? Deep Storage Unit. Da hätten wir es doch. Reinforced Strongbox. Hardened Strongbox. Machen wir erstmal die hier nochmal ein paar Sprünge weit. So. Und nochmal. Hardened Strongbox. Kein Invar mehr. Okay. Okay, ich muss vier Deep Storage Units. Daraus muss ich wieder die Reinforced Strong machen mit Hardened Glass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird doch scheiße, ey. Ja, das kriege ich dann aber auch hier raus, wenn er mir dann hier erstmal genug Invar gemacht hat. Schön. Was sagt er hier? Hat er hier jetzt eigentlich mal wieder. Hat er nicht. Okay. Questbook. Mein ewiger Begleiter. 97%. Da muss ich echt mal schauen, dass er da nicht zu viel reinpackt. Werde ich gut. Hier sieht's gut aus. Die Bienchen. Bienchen, Bienchen, mein. Ihr seid so wunderbar fein. Okay, ich pack euch erstmal raus hier. Jetzt brauche ich eine Majestic, eine Noble und eine Cultivated brauche ich. Noble geht die Welt zugrunde und eine Cultivated Princess. Die haben wir doch. Guck mal, da. Okay, Cultivated Princess, Noble Drone und Majestic kommt hier rein. Cultivated kommt hier wieder rein. Na, ah, ist das ein Scheiß. Okay, die sind jetzt neu frisch versorgt. Zucht Majestic, Noble, Cultivated. Ach du heilige Scheiße. Die Majestic Bees sind verdammt promiskuitiv, wenn ich das mal so sagen darf. Noble und Cultivated. Nehmen wir uns wieder einen Noble Drone und eine Cultivated Princess. Da haben wir noch eine und schmeißen die auch hier rein. Vermehret euch. Geht hin und vermehret euch. Bitte schön. So, Zucht. Vermehrung Majestic. Die können hier rein. Bitte schön. Auf dass ihr auch promiskuitiv seid. Zucht Imperial. Noble, Majestic, Noble. Noble und Majestic, okay. Noble Princess, Majestic Drone, bitteschön. Vermehrung Noble. Sieht gut aus. Wurde vermehrt. Ich bin glücklich. So. So. Zucht Majestic.
Cultivated und Noble ist, glaube ich, oder? War das Zucht Majestic? Noble Cultivated. Ja, passt soweit. Schön. Dann haben wir noch eine Noble. Ne, das ist noch eine Cultivated wieder. Eieiei. Cultivated, cultivated, ey. Genau, und die ganzen Combs hier, die Dripping Combs, kann ich eigentlich direkt mal hier reinwerfen. Nicht da rein, sondern da rein. Viel Spaß damit. Die werden jetzt hier erstmal komplett durchgeackert. Die kann ich da mal rausnehmen und in die Kiste packen. Meine Güte. So. Läuft doch. Schön, schön. Die anderen interessieren mich gerade irgendwie ein bisschen weniger. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt müsste ich nach dem Invar gucken und da weitermachen. Das wäre eine Möglichkeit. Weil ich möchte echt diese Deep Storage Unit Geschichte möchte ich durchhaben. Auch wenn es da halt Ewigkeiten dauert. Aber guckt da an. Hier ist zonnenweise Invar. Da ist auch noch ein bisschen Zeug drin. Gar nicht mehr. Okay, Iron brauche ich. Iron Ingots. Machen wir hier mal die Kiste voll, die Tasche voll und so. So. Genau. Iron Ingots. Bitteschön. Da kannst du erstmal Spaß mit haben. Die ganzen Ferrous Ingots packe ich da rein. So. Harden Strongbox. Brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr davon, mehr davon. Und Harden Strongbox. Komm, wir machen es einfach so lange, bis wir fertig sind. Ich muss jetzt echt mal durchrechnen. Erstmal machen und danach später durchrechnen, wie viel brauche ich denn noch davon. Okay, jetzt haben wir wieder kein Invar mehr. Ich kann jetzt mal gucken. Habe ich noch Hardened Glass? Hardened Glass. Nein, habe ich nicht. Weiß, ich kann die nächste Stufe schon mal nicht angehen. Schade. Wäre cool gewesen. Ich habe Hunger. Ich muss mein Jetpack aufladen und dann muss ich nochmal nach Spaghetti gucken. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Oh yeah, baby. So, Essen, Essen, Essen. Ist so wunderbar. Schön. Spaghetti. Was sagt ihr hier? Habt ihr eine Meinung dazu? Spaghetti and Meatballs. Die Spaghetti sind da. Da ist aktuell kein Firm Tofu. Soybeans technisch, wie sieht's aus? Haben wir was? Haben wir nix? Was geht? Geht was oder geht nix? Wir haben ja noch eigentlich Soybeans ohne Ende. Also eigentlich müsste da doch was kommen. Okay, was sagt die Vinegar Quest? Nächste Frage. Wenn wir schon dabei sind. Hell's Kitchen. Vinegar, da haben wir ihn doch. 89%. Heidewitzka, es geht voran. Langsam, aber sicher kommt da was. So. Was sagt eigentlich die Spaghetti Quest? Jetzt kann ich auch mal nachgucken, ne? 35%, okay. Ha, bin ich glücklich, wenn das fertig ist. So. Jetzt wollte ich. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Fuck. Ich hab's wieder vergessen. Nein! Genau, ich könnte mal nach der Erde gucken. Aua. Warum muss das denn sein? So, Erde geklaut. Nehmen wir mit. Habe ich meinen Bildersmod eigentlich dabei? Nein. Den holen wir uns nochmal hin. Bildersword. Nach Bildersword. Da, bitteschön. Schnappen wir ihn uns und verlustieren wir uns hier. Ne? So. Als erstes wollen wir hier mal die Lücke schließen. Nicht. Nein, jetzt ist die Fackel weg. Nein. Okay. Hier nochmal. Ich muss gleich eh nochmal neu ausleuchten, von daher. So. Da ist noch. Ja, überall, wo die Fackeln sind Löcher. Okay. Gucken wir mal. Da könnte was spawnen. Setze ich da eine Fackel hin, hier eine Fackel hin, hier eine Fackel hin. Und da innen drin ist sowieso immer scheiße. Dann sollte ich hier außerhalb nochmal vielleicht nochmal so eine Fackel hinstellen. Da vielleicht. Hier nochmal. Da sollte ja eigentlich so gesehen nichts kommen, ne? Okay, hier ist jetzt alles ausgeleuchtet tatsächlich. Julio. Schöne Sache. Dann wollen wir hier hinten nochmal dafür sorgen, dass hier auch ausgeleuchtet, dass hier auch nochmal was kommt. Mäßig. So. Wieso mache ich sowas nachts? Das ist keine gute Idee, so etwas nachts zu tun. So, Builder's Wand, komm mal her. Das ist keine gute Idee, das nachts zu tun. Gar keine gute Idee. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Moin, Erde, wo bist du? Erde auf. Ja, ich brauche mehr Erde. Weisheit des Tages. Wieso?
Das ist ein Gelatine Slime. Na, die brauchen wir doch. Okay, das hätten wir. Die Bienchen hätten wir. Ingwer-mäßig gucken. Was sagt Ingwer? Was sagst du dazu, dem Thema? Ingwer lebt gefährlich. Ingwer, tralala. Ingwer, tralala. Passt soweit. Ingwer, rein da. Okay, jetzt brauchten wir die Hardened Strongbox. Da. Okay. Harden Strongbox. Nehmen wir erstmal die. Solange wir die Box noch haben, die normalen Strongbox, können wir die Harden Strongbox bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche. Ich hatte es ja ausgerechnet, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft The Great Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.